Kombaumesse in Vorarlberg ist eine unverzichtbare Plattform für die Baubranche. In diesem Jahr wurde sie von zahlreichen Ehrengästen eröffnet. Nachhaltige Bau- und Sanierungslösungen mit entsprechenden Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten stehen im Fokus der diesjährigen Baumesse. Also wir von der Wambauförderung haben da verschiedene Förderschienen, die sowohl im Neubau wie auch in der Sanierung super Unterstützung bietet, um wirklich das Thema Wohnen erfüllen zu können. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Wohnung im Neubau kauft, dann kann der bis 130.000, 150.000 Euro einen Neubauförderungskredit kriegen. Der ist in den ersten 5 Jahren mit 0,25% verzinst, Laufzeit 35 Jahre. Und das ist natürlich ein Fixzins, der über die Laufzeit einmal bis maximal 1,25 oder 1,5% geht. Und das ist schon eine ordentliche Finanzierungshilfe für den Erwerb von einem Eigentum. Die Ausstellenden der Bau- und Immobilienbranche blicken trotz zahlreichen Herausforderungen positiv in die Zukunft. Ich denke, wir haben ein Produkt, das in der momentanen Zeit sicher sehr gut ankommt. Wir bauen mit einem nachhaltigen Werkstoff und wir generell Zimmerer, Holzbauer sind da sicher eher im Vorteil. Und wir spüren es jetzt auch, was die Nachfrage betrifft und die Auslastung, dass wir immer noch sehr gut ausgelastet sind und Aufträge haben. Das Land hat auch ganz stark die Wohnbauförderung überarbeitet, damit das Wohnen wieder leistbar werden sollte. Und wir hoffen da, dass das ordentlich greift, dass die jungen Leute wieder zu Wohnungseigentum kommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt komplett am Nullpunkt sind oder im Stillstand. Oder es tröpfelt immer wieder was her. Die Nachfrage ist nach wie vor da. Wohnraum wird benötigt nach wie vor und auch in Zukunft. Es ist nur wichtig, dass gegengesteuert wird oder von Seiten der Politik. Die ersten Versuche sind da, die ersten Projekte und wie gesagt das Wohnbaupaket. Jetzt fehlt noch die Umsetzung und dass das ganze Paket auch die Gültigkeit erreicht. Was sind denn so die Bautrends 2024? Also die Trends zeichnen sich ab, da wird hauptsächlich die Sanierung und der Umbau, Um- und Zubau wird der große Trend werden, oder? Unter dem Motto Bautark ist auf der Kombau vor allem die Sonderausstellung Klimabaustoffe der Zukunft ein Highlight. Klimabeton ist ein umweltfreundlicher Beton, ein herkömmlicher Beton, der weniger Zement enthält. Und zusätzlich wird dem Kohlenstoff beigemischt. Das heißt, es wird CO2 im Beton gebunden für ewige Zeiten. Und das ist eigentlich fürs Klima positiv. Also aufgrund des letzten Interviews in Vorarlberg heute und auf Ländle TV haben wir relativ viele Anfragen bekommen. Also das Interesse ist auf jeden Fall da in der Bevölkerung. Gerade wenn es um Klimaziele geht, um Klimaverbesserungen oder wenn man einfach das Thema interessiert viele Leute und sie sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Klar ist natürlich die Bauwirtschaft im Moment vor ganz schwierigen Herausforderungen, weil doch speziell der Wohnbau rückläufig ist oder jetzt in der Talsohle sich befindet. Aber wie gesagt, trotzdem sind viele bereit, dafür ein Geld auszugeben zusätzlich. Und die Talsohle wird sicher bald durchschritten sein. Und dann glaube ich, dass es einen richtigen Bauboom wieder geben wird. Und dann glaube ich auch, dass dem Klimabeton die Zukunft gehört. In diesem Jahr ist ein klarer Trend hin zu nachhaltigen Baumaterialien und energieeffizienten Bauweisen sichtbar. Das ist unser kleines Modell, Silohaus. Ja? Also wir bauen aus Upcycling-Materialien, versuchen wir einfach neue Wohneinheiten zu schaffen. Und dadurch, dass ich sehr viel umherradele, sind mir einfach verschiedene alte, abbruchreife Objekte aufgefallen. Was macht man damit? Einfach zerstören, zerschreddern, verbrennen? Nein, es sind viele wertvolle Materialien noch dabei, die ich einfach in solchen Gebäuden wieder verwerten kann. Und das nutzen wir jetzt aus. Wir bauen alte Silos ab, alte Stadel ab, prüfen die Qualität der Materialien und setzen sie wieder an den geeigneten Stellen ein. Wir verwenden ausschließlich natürliche Materialien. Wir gucken, dass wir mit Lehm und Holz hauptsächlich arbeiten und dass wir einfach kreislauffähig bleiben. Wir wollen einen Wertestoffkreislauf auch schaffen.
Wenn etwas nicht mehr genutzt werden kann, findet es aber an anderer Stelle vielleicht doch noch eine Nutzung. Und diese kleinen Lücken wollen wir irgendwo herausfinden und dort wieder die Sachen in eine Verwertung bringen und den Abfallmarkt dadurch reduzieren. Die Kombaumesse zeigt deutlich, dass die Bauindustrie in Vorarlberg auf einem innovativen Kurs ist. Von nachhaltigen Materialien bis hin zu digitalen Planung, die Zukunft des Bauens verspricht spannende Entwicklungen.